Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play Projekt Little Nightmares. Ich hoffe, ihr habt ein saucooles Halloween gehabt. Halloween ist gerade durch und beim Halloween Sale auf Steam habe ich dieses kleine Schmuckstück entdeckt, was auch wahnsinnig gute Rezensionen hatte und gleich auch noch einen ganzen Arsch voll DLCs mitgebracht hat. Ist auch schon etwas älter, es gibt auch schon einen Nachfolger, den habe ich gleich auch gekauft. Ich kenne es noch gar nicht tatsächlich, das Spiel. Bin super gespannt, hoffe es geht mit dem Controller zu spielen. Hoffe das haut mit dem Ton so hin und jo, wir gehen jetzt einfach mal hier auf neue Spiele. Ja, siehst du mal, der Controller reagiert. Fett! Ja, neues Spiel, Einstellung. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das kann alles so bleiben, wie es ist. Gehen wir einfach mal los. Erschreckend. Wir leben in einem Kofferraum. So, ah, ich kann schon was machen. Cool. Ups. Das sind scheinbar wir. Hier sind wir ein Junge, ein Mädchen. Weiß es nicht. Tragen einen Regenmantel. Es regnet. Wir leben in einem Koffer. Kann ich noch hüpfen? Hüpfen kann ich. Okay, schieben kann ich. Was passiert hier? Weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich Sprinten. Ja, okay. Ah, ich kann ein Licht anmachen. Geht aber wahrscheinlich nur zeitlich begrenzt. Machen wir mal wieder aus. Hier? Nix. Ducken. Was ist das? Jetzt Sachen anfassen. Naja, wir schauen mal. Vielleicht gibt uns das Spiel ja gleich auch noch vor, was wir machen sollen. Oder auch nicht. Das ist ganz schön düster. Aber wir haben ja unser Feuerzeug. Ich habe es jetzt gerade einfach mal den ganzen Weg über angelassen. Das hat ihn irgendwie nicht gestört. Wir haben auch keine Anzeige, dass wir irgendwie Benzin verbrauchen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nämlich Sachen greifen. Wir ducken, so. Sieht cool aus. Das ist auch tatsächlich etwas, was mich so ein bisschen angezogen hat. Der Look hat mir auf jeden Fall gleich gefallen.
mir so ein bisschen, fehlte mir jetzt eine Story. Also, warum bin ich hier? Vielleicht ist das auch tatsächlich noch ein Traum. Also, vielleicht. Träumen wir? Vielleicht wird einem auch einfach gar nichts gesagt und man muss es einfach selbst sich entsinnen oder sich ausdenken, was man hier macht. Oder warum. Aber sowas finde ich ja immer ganz cool. Das war ja auch bei Minute of Island war das ja auch so der Fall, dass man nicht so richtig wusste, was hier eigentlich abgeht. Aber kann ich nicht sowas irgendwie... Naja. Eben ziehen. Nicht ducken. Nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann man die Klappe aufziehen. Steht doch einer. Hey. Ups. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wofür man das noch braucht. Kann man das irgendwo hinbringen? Das kann ich, glaube ich. Feuerzeug und Puppe tragen geht nicht gleichzeitig. Doch, das für komische. Ein bisschen aus wie, wie so ein Schließfach in einem Krematorium oder so. Das ist ein bisschen gruselig alles. Ja, so probiert's hier hin. Warum hängt da oben ein Sessel? Wo muss ich mit dieser Puppe hin? Alles zur Genüge ausprobiert. War noch die Sprinttaste da? Gut. Oh. Entschuldigung. Ich habe irgendwie Angst, unter diesem Sessel lang zu laufen. Da kommt er doch bestimmt gleich runter. Gerade was vor diesem Fenster oder nicht? Vor diesem Bullauge. Ja, zum Springen oder hätte jetzt. Ja, okay, das. Also ist ja. Aber dann kriege ich ja meine Figur nicht mehr mit. Oder? Hm. Oh.
War das jetzt gut oder nicht gut? Naja, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Püppchenproblem gelöst. Mal ein bisschen auf dem Bett rumspringen. Oh Gott, creepy. Ist schon ein bisschen sehr gruselig. Will er wirklich reingucken? Warum ist was in der Schuhe? Ich hatte gedacht, die können wir vielleicht haben, weil wir laufen ja hier barfuß durch die Gegend und dann hätten wir Ruhe. Jetzt wieder zumachen. Eigentlich muss ich das aufhaben, weil ich da oben hochklettere. Das ist schon, macht schon Sinn. Ich wollte eben mal gucken, was hier so ist. Hier ist noch irgendwie eine Kiste. Kann ich damit irgendwas anfangen? Nicht. Irgend so ein kleines dreieckiges Ding ist da gerade in diese Richtung abgehauen. Was ist das? Das will mir doch bestimmt irgendwie einen Kragen. Aber ich kann auch nichts machen, oder doch? Da drauf springen? Bestimmt nicht. Wir sind ja hier nicht bei Super Mario. Auch wieder so ein Glibber-Ding. Aber direkt mal einen Bogen drum. Ja, da ist noch eins. Oh, da kommt ein Sachen Fußboden. Hör auf. Die sollen abhauen. Folgen die mir? Folgen mir. Ah. Oh Gott! Oh, oh Gott!
Ja, okay. Also weiterhin einen hohen Bogen um schleimige Viecher machen. Dieser Glibberviecher. Oh, daneben. Oh mein Gott, erschrocken. Da hoch? Ah ja. Oder auch nicht. Durchkriechen, das macht ja auch keinen Sinn. Faszinierend. Habe ich mich schon in eine ausweglose Situation gebracht? Sollte hier vielleicht irgendwie was passieren? Also hier kann ich hochklettern. Ich komme nicht weiter. Kann ich rüberspringen? Hat auch keinen Sinn. Ja. Das war ein kurzes Abenteuer, würde ich sagen. Keine Ahnung, was wo es hier weitergeht. Hätte ich vorher vielleicht irgendwie es machen sollen, aber irgendwie müsste er mir dann ja jetzt sagen, Digga, du hast dich verhakt. Ich schätze mal, dass irgendwie irgendwas hätte getriggert werden sollen, was jetzt gerade nicht funktioniert hat oder so. Keine Ahnung. Neustart von Kontrollpunkt. Das kennen wir ja schon. Thank you.
Da ist aber auch nichts. Aber hier noch mal. Diese Lampe habe ich vorhin nicht angezündet. War das vielleicht ein Schlüsselmoment? Hm. Tja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war ja ein sehr spannendes Spiel. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao.